Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier zu einer weiteren Folge X4 mit mir, dem Chrissy. Und ich werde hier gerade beschossen von einem Stationssicherheitsschiff, weil ich keine Ahnung, was ich gemacht habe. Irgendwas muss ich ja gemacht haben, sonst würde es mich ja nicht beschießen. Ich habe aber eigentlich nichts getan. Was wir aber jetzt sehen, ist, dass wir hier unsere Station fertig haben. Also ich hatte hier nochmal ein bisschen angebaut, wie wir sehen. Ich habe jetzt nochmal die fehlende Nanotronic-Produktion aufgestellt. Wir haben jetzt auch eine Plasmaleiterproduktion. Wir haben eine Elektronikkomponentenproduktion. Die hatte ich alle gescannt. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Video schon gezeigt habe. Ich habe jetzt mal eine kleine Pause gemacht. Aber die haben wir jetzt auf jeden Fall hier drin. Das heißt, wir haben dann jetzt hier, wenn wir jetzt mal die logische Übersicht uns angucken, verarbeiten wir jetzt schon einige Stoffe mehr. Also ich habe hier nochmal die Drohnen ein bisschen aufgestockt, weil ich festgestellt habe, dass das auf jeden Fall nötig ist. Und ja, wir haben hier auf jeden Fall verschiedene Sachen, die wir jetzt anbieten können. Am Ende landeten wir natürlich bei Nanotronic, bei Feldspulen und Elektronikkomponenten. Elektronikkomponenten gab es echt wenige, also zu wenige, sage ich mal. Und ich habe die jetzt erstmal eingestellt, dass wir die zwar kaufen, aber nicht verkaufen, weil wir das hier für die Forschung brauchen. Ich warte also immer noch hier auf diese 2000 oder 1800 Elektronikkomponenten. Und wenn wir das mal ausrechnen, wir machen pro Stunde ungefähr 270. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis wir die haben. Denn das war hier falsch eingestellt. Ich hatte nämlich eingestellt, dass sie das verkaufen dürfen und nicht kaufen. So, und dann habe ich natürlich meine ganzen Elektronikkomponenten verkauft. Ist natürlich ziemlich dumm gewesen. Ja, die Nanotronic lassen wir frei, die können wir verkaufen, da machen wir auch ein bisschen Geld mit. Inzwischen sind wir dann jetzt auch bei 55,7 Millionen. Wieder mal, ich habe aber auch bestimmt 30 Millionen wieder in die Station gesteckt hier für die ganzen Nanotronic-Module. Wir haben die Nanotronic-Module nicht mit Hilfe der NPCs gebaut, sondern wir haben unsere eigenen Waren benutzt, weil unsere Höhlenteilefabrik war ja sowieso voll, deswegen habe ich die dann mal leer gemacht. Kohlemäßig geht es, wie gesagt, die werfen jetzt alle ein bisschen was ab, also scheinbar scheint ein bisschen was los zu sein. Ich habe jetzt auch nochmal, ich werde mal den jetzt dem als Kommandant zuweisen und der kann hier mal mit handeln mit der Station. Ich habe jetzt hier auch schon einige Honigfresser wieder verloren, einige Geier hier verloren, die haben sie mir weggeknallt. Naja, Mensch, wir bauen jetzt alles auf L um. Aber was wir zuerst machen ist, wir werden jetzt erstmal zu den Familien fliegen, denn wir sind bei den Familien durch die ganzen Handel und alles, die wir gemacht haben, sind wir bei den freien Familien mittlerweile 20. Ja, das heißt, wir können jetzt also da uns eine Klapperschlange abholen. Das werden wir auch gleich tun. Bei den Paraninen sind wir mittlerweile auch schon 24, bei den Teladi auch schon. Ponti sind immer noch 17, da muss ich mal gucken, wie ich da jetzt auf 20 komme. Und bei den Argonen sind wir schon 18, also ich möchte natürlich auch die Argonen-Sachen haben. Dementsprechend, ja, finde ich es auch wichtig, dass wir bei den Argonen dann auch 20 sind. Ja, was wir jetzt machen ist, wir fliegen jetzt erstmal mit unserer, ich merke mir das immer nicht. Das Schiff heißt Chimäre, genau, ich sitze jetzt in der Chimäre. Das Ding ist schnell und um jetzt hier mal von A nach B zu kommen, werden wir die Chimäre jetzt auf jeden Fall mal benutzen. Ich versuche jetzt mal so ein Slide ins Tor. Mal sehen, ob das klappt. Ich bin mal gespannt, ob ich das noch kann. Mit der Nemesis geht es auf jeden Fall nicht mehr, seitdem die den neuen Antrieb hat. Oh, es war knapp. Oh, was steht denn hier? Teladi Handelsstation. Alter! Ich reiße hier fast den Joystick vom Tisch. Sehr geil. Ja, ich habe dann inzwischen noch ein paar Missionen gemacht und so weiter. Und ja, also es ist nicht viel Zeit vergangen. Eigentlich so vielleicht ein Tag oder so. Und mit Spielzeit habe ich abends Zeit nach der Arbeit. 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden. Viel Zeit habe ich da nicht. Die ich hier noch sitzen kann und noch ein paar Videos aufnehmen kann. Aber es ist ein sehr interessantes Spiel, wie ich finde, weil es halt so viele Möglichkeiten bietet. Ja, du kannst halt wirklich tagelang, und das habt ihr ja bei den letzten Folgen gesehen, tagelang wirklich nur auf der Karte rumeiern. Und du kannst aber natürlich auch hier selber fliegen. Ne? Und du kannst halt dieses ganze Management machen, du kannst die Völker gegeneinander aufspielen, alles. Du kannst alles Mögliche machen. Und wir werden auch noch alles Mögliche machen müssen.
damit das für uns hier alles ein bisschen besser läuft. Wenn wir nämlich immer lieb zu allen sind, dann werden wir wahrscheinlich Probleme kriegen später. Weil wir dann ja nichts mehr verkaufen. Wenn die keinen Krieg spielen, verkaufen wir nichts. Ne? Also müssen wir auch dafür sorgen, dass die schön Krieg machen, die Leute. Und ja, das werden wir dann jetzt auch mal machen. Wir haben ja noch die eine Quest offen, wo wir uns entscheiden können, bezüglich der, ob wir jetzt die Damen, also ich weiß, ich habe es letztes Mal schon nicht gewusst, wie sie heißen, unterstützen wollen, die Abtrünnigen oder die, weiß ich nicht, die, wer auch immer. Und ich denke mal, die Splitties, da werden wir die Abtrünnigen unterstützen, da habe ich Bock drauf, weil das wird dann auch ein schöner Plot nachher und ich habe da voll Bock drauf. Und mit den Tyranern müssen wir uns noch gut stellen, die Argonen noch auf 20 kriegen. Oh ja, also wir haben noch ein bisschen was vor. Ich meine, wir können natürlich auch andere Völker noch auf 20 kriegen, aber ich wollte erstmal die Hauptvölker auf 20 haben und wir müssen auch mal gucken, was wir mit den Paraninen machen. Also noch kämpfen sie und deswegen will ich sie eigentlich gar nicht vereinen, weil die brauchen ja auch Material. Und bei den Minen, also bei dem Ministerium, können wir auf jeden Fall dann, die haben auch halt auch schöne Teladi-Schiffe. Ja, haben wir ja gesehen, die haben mehr Schild und sowas alles. Aber das Problem ist, ich kann die, die haben halt nur 3 Stationen, ja, oder 4. Und da wird das dann schon schwierig. Also nicht richtig, ja doch, Station, kann man so sagen. Da wird es schwierig. Da musst du dich halt die ganze Zeit daneben stellen und musst halt irgendwelchen kriminellen Verkehr klatschen, damit das funktioniert. Ja. So, zur Dings könnten wir jetzt den Computer fliegen lassen. Zur Repräsentantin. Aber wir fliegen jetzt mal selber, weil wir müssen mal wieder ein bisschen was tun im Spiel. Und ich habe mich dann noch mal eine Weile bei den Argonen an die Station gestellt und habe geguckt, ob die irgendwelche Aufgaben für mich haben. Aber die haben immer nur so Aufgaben, stellen eine Station auf, stellen eine Station auf. Ich weiß, das ist nicht so kompliziert. Man investiert 3 Millionen und kriegt 8 raus, ja. Und die Stationen bauen da, das ist auch easy peasy eigentlich. Und wenn wir es selbst beliefern, kostet es ja auch kaum Geld. Und Hüllenteile, Energiezellen und Nanotronik und so ein Scheiß haben wir ja alles. Also prinzipiell ginge das alles. Aber ja, ich habe mich da noch nicht rangetraut. Erreiche System, stiller Zeuge. Oh, ein bisschen zu weit geflogen. Aber das kriegen wir noch hin. Ja, und so richtig rangetraut habe ich mich da noch nicht. Deswegen, es ist auch halt, das Ding ist, das Spiel ist halt so groß und so umfangreich, dass man eigentlich, denke ich mal, sich was für einen Tag vornehmen sollte. Also man sollte sich vornehmen, heute mache ich das. Und dann macht man das. Und wie das halt auch bei Station News schon so bei mir ist, dass ich halt 1000 Sachen im Kopf habe, die ich gerne machen will und dann immer wieder abgelenkt werde von meinen eigentlichen Aufgaben, das ist hier in diesem Spiel genau das Gleiche. Ja, ich bin nämlich jetzt hier zum Beispiel zum falschen Tor geflogen. Oh, dieses Schiff bremst so krass, ey. Das beschleunigt doch so schnell. Naja, es ist halt eine Chimäre, ja. Es ist halt ein Jäger. Darf man nicht vergessen. Er schießt halt auch ganz lustig. Und der bremst halt auch schön schnell, ja. Also er bremst quasi instant. So. Ja, und dann muss ich mir halt einen Plan machen. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass wir ja jetzt schon so viele Folgen durcheinander hin und her gespielt haben, obwohl das ja gar nicht stimmt, weil man muss ja immer 1000 Sachen gleichzeitig machen, dass wir uns mal pro Folge irgendwas vornehmen. Also das dann auch wirklich machen. Ja, also ich habe ja gesagt, oh, heute machen wir Rang bei den Argonen, haben wir dann wieder nicht gemacht, weil wieder 5000 andere Sachen dazu kamen. Ja, aber irgendwie so, denke ich mal, sollten wir das mal machen, weil dann komme ich nämlich auch im Spiel voran. Weil aktuell ist es ja so, dass ich an vielen Baustellen eigentlich hänge. Und wir einfach mal jetzt vorankommen müssen. Also wichtig war, dass wir bei den Familien auf 20 kommen, weil ich möchte gerne die Klapperschlange haben. Und diese andere Sorge sehe ich auch gerade da rechts wieder. Die müssen wir auch noch machen, wenn wir dann später auch noch die Erlkönig entern wollen. Das, zum Entern brauchen wir auch Enter-Teams. Wir brauchen Schiffe, um die Marines darauf zu packen. Wir müssen Schiffe entern, damit die Marines zu Veteranen werden. Also wir müssen die quasi leveln. Also es gibt noch viel zu tun im Spiel und das sind 1% von dem, was wir eigentlich machen können in dem Game. Und das finde ich halt so geil, dass man einfach wochenlang Spaß hat. Ja, so, bis gleich. System, 2 Riesen. So, jetzt hat natürlich der Speicher und hat dann natürlich jetzt meinen Steuerbefehl nicht richtig angenommen. Ja, und man hat Monate, Wochen, Monate zu tun an dem Spiel und man kann es ja auch immer wieder neu spielen. Das habe ich ja auch gesagt. Man kann es wieder neu starten, dieses Universum, und dann ist wieder alles anders. Dann ist die komplette Wirtschaft komplett anders. Also es ist nicht so, dass ihr immer das Gleiche erlebt. Natürlich gibt es so ein paar Ideen oder Sachen, die man machen kann, die einem immer wieder
die immer wieder funktionieren, sage ich jetzt mal. Ja, also wo man sagen kann, ja, das kann ich eigentlich immer wieder so machen, das haut so hin. Aber das Universum an sich ist immer wieder unterschiedlich. Und das finde ich halt so interessant. Also wenn heute bei dir Hopp baut, dann ist es im nächsten Spielstand, bauen die Paraninen bei dir ganz viel oder kaufen was bei dir. Oder die Wirtschaft bricht komplett zusammen, weil die keinen Krieg mehr spielen. Dann verkaufst du keine Teile mehr, dann kriegst du kein Geld. Ja. Und so finde ich das halt super interessant, dieses Spiel. Weil man. Oh, was ist denn hier? Hier ist was Rotes. Ey, warte, müssen wir kurz Pause drücken. Was ist denn hier rot? Was ist denn hier rot? Ach, gucke. Eine Xenon-Fabrik wollen sie hier aufbauen? Na, das glaube ich ja wohl nicht, dass das passiert. Eieiei. Also ihr müsst denn hier mal, da kommt ein Phönix, da kommt noch ein Phönix. Alles klar. Denn die machen das schon. Die machen das schon, alles klar. Obwohl wir da eigentlich auch mal mit hinfliegen können. Oh. Split-Verteidigungsplattform. Wir können ja da mal mit hinfliegen. Das meine ich wieder. Siehst du, jetzt sind wir wieder raus von dem, was wir eigentlich machen wollten. Xenon-Fabrik. Aber wir können ja mal gucken, was die hier so treiben. Die Fabrik dürfte ja noch keine Waffen haben. Also dürften sie uns ja auch noch nicht beschießen, denke ich mal. Und die Phönix sind ja auch schon da oder unterwegs zumindest. Und die Xenon bauen hier kackfrech eine Fabrik, ja. Also das kann man gar nicht glauben. Wenn wir Pech haben, werden wir jetzt weggeknallt und ich muss den Spielstand wieder starten, ja. Also das kann alles passieren. Das kann alles passieren. Ist auch lustig, wie die freien Familien so bauen, ja. Die haben richtig coole Baudings. Hier ist auch ein Bauplatz, den haben sie aber schon weggerissen. Ja, die Phönix sind schon da, alles klar, da sind sie schon. Ja, da können wir nochmal mit draufhauen, ist ja okay. Oh, die schießen aber ordentlich da drauf. Die schießen aber ordentlich da drauf, die Phönix. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch ins Feuer geraten, also mal ein bisschen nach oben fliegen. Sonst treffen die uns nämlich auch. Wir machen mal ein bisschen hier. Prozent, okay. Ich weiß gar nicht, wie weit schießt meine Knarre eigentlich. Oh, ich bin schon dran. Okay, alles klar. Ja. Sind die Waffen gleich heiß? So, mache ich jetzt Schaden oder machen das nur die Phönix? Wo sind die denn? Oh, yeah. Wo schießen die hin? Die schießen hier rüber. So. Ah, hier schießen die hin. Alles klar. Ach, wir sind direkt dran. Oh Gott. Oh, jetzt müssen wir uns auch ein bisschen verziehen hier. Ich lege mal einen Rückwärtsgang ein. Ja, die Phönix machen natürlich den Damage. Ist ja klar. Aber ich kann ja mitschießen. Die Phönix sind geil. Bum, 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 bum. Ja, das ist noch nicht zu sehen, deswegen. Aber da haben die echt versucht, hier eine Fabrik zu bauen. Die Xenon, also das ist krass. Aber da muss man noch ein bisschen aufpassen. Wenn man die Xenon nämlich rausschmeißt aus dem Universum, dann suchen die sich andere Gegner. Und die Xenon brauchen wir ja auch für die ganzen Teile, die wir so herstellen. Ja, also man kann ja Sachen herstellen, wenn man zum Beispiel Schiffsmodifikationen oder sowas machen will. Das geht dann nur noch mit Xenon-Bauteilen quasi. Also ein Teil der Xenon-Bauteile auf jeden Fall. Nicht nur. Wir schießen auf jeden Fall mit drauf. Zwei Prozent. Oh, jetzt müssen wir uns einfach ziehen, glaube ich. Müssen wir uns verziehen. Weil sonst, wenn das explodiert, sind wir kaputt. Das müssen wir ein bisschen aufpassen. So, alles klar. Die machen es jetzt fertig und wir verziehen uns. Wir haben jetzt mit drauf gekloppt. Das reicht. Das reicht. Vielleicht kriegen wir ja ein bisschen Ruf, weil wir mit draufgehauen haben, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Jetzt fliegen wir erstmal zur Fraktionsrepräsentantin und dann holen wir uns erstmal den Plan für die Clavesslonge.
Also nicht den Plan. Das Schiff können wir eh noch nicht bauen. Aber das wäre natürlich auch so eine Sache, dass wir anfangen mit Schiffe bauen. Also mit Jäger zum Beispiel. Die Sachen dafür hätten wir ja. Aber was mich ein bisschen ärgert, ist, dass die Frachter, die wirklich 50.000 Dings haben, Cargo, oder 55.000 Cargo, dass die unfassbar langsam sind. Ich meine, klar, die sind groß, verstehe ich, aber die sind wirklich extrem langsam. Also die fliegen 50 Meter pro Sekunde und die NPC-Piloten sind doof. Um nicht zu sagen dämlich. Die fliegen nämlich erstmal am Gate vorbei mit Reiseantrieb, ungefähr 100 Kilometer. Und danach krabben sie dann mit 50 Meter pro Sekunde diese 100 Kilometer wieder zurück zum Gate. Also das heißt, wenn man die irgendwo hinschickt, dann dauert das Jahre, bis die wieder da sind. Also wirklich, die schickst du 5 Jumps irgendwo hin, 5 Sektoren irgendwo hin, weil die irgendwas holen sollen, weil du denkst, okay, das ist eine große Menge, da schicke ich mal den großen Frachter und das dauert eine Stunde, bis er wieder da ist. Das reicht gar nicht mit einer Stunde. Und das ist anstrengend. Also klar hat der 50.000 Cargo, aber der ist trotzdem, da ist nichts drin, wenn der wiederkommt. Aber er ist eine Stunde unterwegs. Und das nervt mich halt total. Und dann brauchst du halt 5 kleine. Also L-Größe. Ja, so. Keine Ahnung. Helios zum Beispiel, was wir halt immer jetzt hier einsetzen, Helios. Helios setzen wir immer ein, deswegen. So, jetzt gucken wir mal hier, ob wir jetzt hier reinjumpen können. Vorbeigeflogen. Alles klar. Gut, alles klar. Ja, Schiffchen dreht sich wieder. Ja, dreh dich mal fertig. Wir sind ja noch im Gate. Also wir könnten theoretisch bestimmt noch reinfliegen. So, können wir jetzt bitte mal... So, alles klar. Wir sind nicht reingeflogen. Okay. So. Ja, flieg doch mal. Schiff wollte nicht fliegen. Das gibt's doch nicht. Ja, jetzt hat's geklappt. Alter. Also Beschleuniger sind nicht meins. Gerade wenn du mit Riesenfrachtern fliegst, sind... Also die fliegt man ja nicht selber, ja? Also ganz ehrlich, fliegt bitte niemals Frachter selber. Niemals. Niemals. Das funktioniert einfach nicht. Also da kann man mit seiner Zeit echt was Besseres anfangen, als Frachter zu fliegen. Also das ist so ein Rummikrabbe, ja? Weil die so langsam sind. Also ich denke mal... Bevor ich mir diese großen Frachter hole, also ich kann euch den ja mal zeigen, den ich mir gekauft habe. Wo ist er? Hier ist er. Inkaraktur, genau. Das ist von den Argonen. Ein Frachter, der hat 50.000 Cargo. 45.000 hat er. Und was mich total abnervt bei dem Ding ist, dass der so unfassbar langsam ist, ja. Also wir können ja mal gucken. Ach, wieso sind hier Marinesoldaten drauf? Alter, wieso sind da Marine? Was? Ach so, mit dem will ich dann später mal... da sind 104 Marinesoldaten drauf. Na gut, dann wird das unser Schiff zum Entern. Aber das wird nicht funktionieren, weil das 300 Jahre dauert, bis der entert. Weil er so langsam ist. Ja, ist egal. So, steht hier irgendwo was? Er hat Frachtdrohnen dabei, alles klar. Und er hat noch kein Geld verdient, der Junge. Er hat noch kein Geld verdient. Der ist hier dem Händler der Station zugewiesen und der soll hier irgendwas handeln. Der fährt hier mit 600 Antimateriezellen rum. Ja, also das ist... Oh, hier seht ihr, ja, der... Warum? Warum? Das Ding ist so langsam. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das Ding ist unfassbar langsam. Aber egal, den habe ich gekauft. Aber wir werden dann zukünftig mit unseren Helios fliegen. Davon habe ich ja auch schon welche. Das sind dann die hier. Die haben zwar nur 25.000 Cargo, aber die sind weitaus schneller. Weitaus schneller. Und die können auch nicht mehr angegriffen werden, weil die haben auch Geschütztürme, glaube ich. Plasma-Geschütze, haben wir ja gesagt. Und Strahlengeschütz, da sollen die dann sich drum kümmern. Ja, also... Wie gesagt, Plasma wird wahrscheinlich eher problematisch werden, aber... Ach, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Plasma wird wahrscheinlich problematisch werden, weil die ja überall hinschießen. Und ich hoffe, dass wir uns da nicht noch irgendwelchen Krieg an den Hals hängen, weil die auf irgendwas schießen dann, wenn sie angegriffen werden. Aber meistens passiert das ja auf dem Weg irgendwo und naja, dann können sie da auch mal ein bisschen rumballern, ja. Und Plasma ist halt geil, weil es halt viel Schaden macht und dann hauen die Gegner halt auch gleich ab, ja.
wie schnell die Chimäre bremst, Junge. Da klebst du an der Scheibe, Junge. Undock-Erlaubnis erteilt. Wie schnell die auch boostet, ja. Wieso ist denn hier ein Schiff von uns? Oh, oh, was ist denn das für ein Schiff? Das ist doch ein Schiff von uns. Angreifer. Ach, hier ist meine Nami. Oh, die hat schon gesucht. Oh, wieso ist denn die hier angedockt? Verstehe ich nicht. Wieso sind die da angedockt? Hat die eigentlich hier schon... Oh, die ist so schnell. Das musst du aufpassen. Die ist so schnell. Was denn? Warum dockt die nicht? Och, weil die hat keinen... Oh, die müssen wir gleich ausrüsten hier. Das ist doch... Die müssen wir gleich bearbeiten. Die kriege ich jetzt erstmal gleich. Polizeiscanner und alles drauf. Die Chimäre. Weil damit können wir dann nämlich jetzt hier loslegen. Ja, die hat 4 MK3 Antriebe. Ja, 4 MK3 Antriebe. Guckt euch das Ding an. Alter. Von den Argonen, ja. Pass mal auf. Wollen wir mal gucken, was Firma Gefecht MK3s von den Splitties macht. Die Splitties haben die besten Antriebe, ja. Pass mal auf, guck mal hier unten hin. Was? Aber die Reisegeschwindigkeit geht runter. Deswegen, ich möchte mit dem Schiff lieber reisen, deswegen werden wir das so machen. Aber hier, Gefechtsdüsen, die brauchen wir auf jeden Fall. Das machen wir. So, Splitty-Schilde sind nicht so geil. Die Argon-Schilde sind besser, glaube ich. Wir gucken mal. Oh, wieso haben wir denn jetzt hier... Ach, das Gieren ist nicht mehr so gut. Okay. Das ist aber scheiße mit den Gieren. Dann nehmen wir lieber Euron noch wieder. Jawohl. Ah. Ne, wir machen es lieber so. So, bei die Splitty-Schilde, ja, sehen wir. Hier nochmal. Ja, also immer schön die Argon-Schilde drauf lassen. Knarren lassen wir so. Das ist mir egal, Knarren lassen wir so. Ich meine, gut, wir könnten natürlich auch Strahlen und Plasma nehmen. Aber Plasma gibt es ja hier nicht. Doch, hier gibt es Plasma. Aber das sind wieder die, die so langsam sind. Die fallen mir eigentlich nicht. Wir lassen die Knarren so. Landecomputer, Langstreckenscanner, Polizeiscanner, Handelserweiterung. Handelserweiterung brauchen wir eigentlich nicht, aber ach, ist egal. So, wir ziehen nochmal hier ein paar Sachen mit dazu, die wir immer brauchen. Oh, die kann 50 tragen. Alter, also 50 Sachen. Marinesoldaten brauchen wir nicht. Crew haben wir. Und hier haben wir ja keine Schütztürme. Das heißt, wir wollten mit diesem Schiff Landecomputer anbauen. Genau, das machen wir mal. So, jetzt dauert das ja sowieso 43 Sekunden, das heißt, wir stehen mal auf. Die Chimäre wird ja hoffentlich nicht abhauen, aber guckt euch mal dieses Schiff an. Ey, das sieht so krank aus, das Ding. Die übelsten Wummen da dran vorne. Und wie gesagt, die Chimäre ist ja nicht groß, ja, das ist ja ein Jäger. Also, aber sieht schon fesch aus, ne, Split. Ist einfach geil. Ich will Split-Schiffe haben. Ich liebe das. Klar, die Leute fliegen alle mit Osaka und Asgard und Zinn und bla, fliegen die alle rum. Aber ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen hier mit der Klappi rumfliegen. Klappi hat nämlich extrem viele Geschütztürme und das gefällt mir. Da müssen wir aber zu den Argonen fliegen, weil die, wir brauchen die argonische Flak auf dem... Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. Wir brauchen die argonische Flak auf dem, als Geschützturm. Ne? Deswegen, das machen wir dann schon. So. Wir froh sein, dass du mit uns zusammenarbeiten. Wir dich dafür belohnen wollen. Es Ehre sein, dir neuen Rang unserer Organisation zu verleihen. Rang einhergehen mit großen Vorteilen. Die Vorteile eng verbunden sind mit Ruhmreich. Starker Arm der Familien. Du verlieren Rang, du auch verlieren Vorteile. Dein Ruf aber glorreich ist. Du bestimmt keine Probleme damit bekommst. Split hoffen, wir bieten angemessene Belohnungen für deine Leistungen. Oh, nachdem yes. Einige Untergruppen der Familien dich vielleicht kontaktieren. Ja. Sie vielleicht haben Interesse. Noch das erzählen ja alle. Split dir danken für Bemühungen. Ja, vielen Dank. Wir freuen auf gemeinsame Bitte. Zusammenarbeit. In ich Zukunft. Mich auch. Jawohl. Ich wünsche Ruhm und Ehre. So, jetzt müssen wir nochmal mit dir reden. Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. Und wir gucken wir uns einmal die Polizeilizenz haben wir schon. Okay, die Handelsmöglichkeiten lassen wir jetzt erstmal weg. Wünschen Ruhm und Ehre. Die brauche ich jetzt erstmal noch nicht. Jetzt gucken wir mal, Blaupausen. Was haben die denn eigentlich? Also das, die Produktionsmodule sind ja alles die gleichen. Die, die wir brauchen, werden wir uns auf jeden Fall scannen. Die brauchen wir nicht kaufen. Die Wohnmobile von den Wohnmodule von den Split sind, glaube ich, auch nicht so geil. Verteidigungsmodule von den Split, ja, das wäre natürlich geil. Administrationszentrum, Brückenverteidigungsplattform, da könnte man halt ein paar geile Sachen mitmachen für die
Dings hier, ja, für die, ja, so, für die Stationsverteidigung. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Pipapo, nämlich die Thermal-Desintegratoren, die finde ich äußerst geil. Die werden wir auf jeden Fall auch noch benutzen. Und jetzt kicken wir uns mal an, was kostet denn eigentlich so eine Klappi, wenn wir die komplett ausstatten? Also wir gucken erstmal bei XL. Da ist er, der Raptor-Dreher. Das Ding ist einfach so scheiße geil. Wenn wir den mal schwer ausrüsten, wir gucken mal. Alter Falter, ist der... Was? Die Geschützleistung 3000, das ist mehr als ich bisher hatte. 311 Leute dabei. Gut, die machen jetzt die... Das ist jetzt der Schaden mit Raketen, ja, glaube ich. Ich glaube, das ist Schaden mit Raketen. Wir gucken mal. Die Schütztürme, ah, die sind Strahler. Strahler. Flak, oh, die Flak, Alter. Aber da nehmen wir nicht Split-Flak, später dann nehmen wir Argon-Flak. Aber der macht schon dolle Aua. Ja, also der würde 55 kosten. Das ist okay. Guckt euch das an hier. Alter, guckt euch das mal an. Ein M-Dock. 21 S-Docks. 21. 30 M-Schiffe können docken und 100 S-Schiffe. Und dabei fliegt das Ding noch 118 Meter pro Sekunde und hat eine Reisegeschwindigkeit von 1,6. Alter, ist das geil. Ja, Argus, auch klar, das ist der Unterstützer. Da gucken wir auch mal, wie der schwer aussieht. Ja, der sieht ganz gut aus, aber da sehen wir auch hier, ne? 29.000 Cargo hat er dabei. Er hat 450 aufstellbare Gegenstände, 100 Einheiten für Schnatter und hier nochmal 8 S-Docks, 2 M-Docks und 10 und 40 Schiffe, die wir dann auch nochmal zur Verfügung stellen können. Ja, kranke Scheiße. So, jetzt gucken wir mal nach der Klappi. Wir nehmen mal hier schwere Ausrüstung und wir gucken gleich mal, Alter, Falter, guck doch mal die Hülle an. Ey, wenn wir da jetzt Argonenschilde draufpacken, ja, das werden wir auch machen, wir nehmen Splitty-Antriebe. Gibt es ja nur die. Also wir könnten Allround noch nehmen. Also was ist denn bei Allround? Ja, da ist er ein bisschen schneller. Aber Reisegeschwindigkeit ist halt geringer. Aber wenn wir mal gucken, die Beschleunigung ist 68. Da ist er mit Allround schon besser. Aber er fliegt halt 300 Meter pro Sekunde weniger Reisegeschwindigkeit. Wir können das ja immer noch tauschen. Wir bauen das mal so. So, die hat einen S-Dock, die kann 40 Schiffe tragen. Ich muss mal durchfummeln jetzt hier, was das wird. Die Schilde, da machen wir jetzt erstmal, glaube ich, leer. Ne? Die Schilde, da machen wir Argonenschilde drauf. Weil ich glaube, die Argonen haben die Flak, wir hatten die besten Schilde. Ah, die Teladi haben, glaube ich, die besten Schilde. Kann das sein? Ich muss mal auf meinen Zettel gucken. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Habe ich alles von Semira aus den Videos. Die Antriebe haben die Split, die Teladi und die Terraner haben die besten Schilde. Okay, dann müssen wir Teladi-Schilde nehmen. Das Blöde ist, man kann das jetzt nicht ausprobieren, ja, wie das aussehen wird, wenn man Teladi, wenn man Dings-Schilde hätte. 4 Klapperschlangen-Hauptwaffen. Was? 4? Na gut, wenn die jeder bloß einmal schießt und dann tot ist, dann wollen wir das ja auch nicht. So, bei den Dings werden wir nichts nehmen, weil wir das auch bei den Argonen machen werden. Da kommt nämlich Argonenflak drauf. Da fliegen wir dann noch hin, aber ich weiß noch gar nicht, ob ich die Argonenflak schon haben kann. Aber wir nehmen das erstmal raus, ja, weil wir brauchen das nicht. Wir werden Argonenflak und Argonen und Teladi Schilde verbauen. So, wir nehmen natürlich das komplette Softwarepaket, logischerweise. War das hier das Softwarepaket? Genau. So, dann gucken wir mal. Frachtdrohne. Das ist die Frage. Wollen wir noch eine Frachtdrohne mitnehmen oder nicht? Das ist die Frage. Also ich würde schon gerne eine Frachtdrohne mitnehmen für den Notfall. Und Reparaturdrohnen auf jeden Fall ein paar mehr. Aber das Problem ist mit den Reparaturdrohnen, die kommen immer im Fight raus, auch wenn man selbst im Schiff sitzt. Und dann sind die kaputt. Die werden einfach zerschossen. Also welchen Sinn machen Reparaturdrohnen? Aber wir nehmen sie erstmal mit. Wir gucken, was danach passiert. So, dann packen wir hier mal noch 30 Satelliten rein. Wir packen mal noch 20 Ressourcensonden dazu. Wir nehmen ein paar Lasertürme mit. Das ist immer gut.
Minen brauchen wir nicht, Täuschkörper lassen wir so. Ja, das ist okay, das gefällt mir. So, Mannschaft, da können wir leider nur Hälfte-Hälfte machen, aber eigentlich brauchen wir keine Marinesoldaten. Aber wir könnten im Notfall, hätten wir 46, um anzugreifen. Die Geschütztürme machen jetzt nichts, weil die natürlich noch nicht so weit sind. So, zur Einkaufsliste hinzufügen, was kostet mich der Spaß? 26 Millionen, kann ich nicht zwei bauen? Ja, supergeil, bauen wir gleich zwei. Nein, wir müssen ja noch Schilde reinbauen. Die Klappi wird dann jetzt noch ausgestattet bei den Telordi. Das heißt, wir müssen erstmal zu den Telordis fliegen, wenn die jetzt fertig ist. Und dann werden wir mit dem Ding erstmal die Gegend unsicher machen. Wir werden erstmal ausprobieren, wie das Ding so ist. Ich glaube, Station können wir damit nicht abreißen. Ich weiß gar nicht, was hatten die Hauptbatterie für eine Reichweite? Die Hauptbatterie hat... warte mal, was haben wir da für Waffen drin gehabt? Hä? Waren da keine Hauptbatterien drin? Doch. Oder habe ich mich da jetzt verguckt? Okay. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wir gucken mal. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt schon angucken kann. Nee, kann ich noch nicht. Alles klar. Dann lassen wir das. Dann lassen wir die mal bauen. 4 Minuten 30. Okay, wenn die Klapperschlange fertig ist, fliegen wir zu den Teladi, bauen Schilder ein. Und dann fliegen wir zu den Argonen und bauen Dings ein. Geschütztürme. Aber ich weiß nicht, ob wir mit dem Rang von 18 bei den Argonen schon Geschütztürme in der Größe L kriegen. Müssen wir dann gucken. Ansonsten fliegen wir erstmal ohne. Also, oder machen uns irgendwas drauf. Plasma oder was weiß ich. Aber ich finde die Flak halt geil, weil die macht halt richtig Lack. Im Notfall müssen wir die Flak dann halt von den Dings nehmen. Von den irgendwem. Juti, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und ich hoffe, dann können wir mit der Klappi mal ein bisschen loslegen. Ich werde die mal ausstatten. Wir fliegen dann aber noch zusammen Schilde einbauen und sowas alles. Das machen wir alles noch zusammen. Aber ich warte jetzt erstmal den Bau ab und dann gucken wir sie uns mal von draußen an. Nicht wahr? So, ich danke euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt Bock drauf. Ich habe total Bock auf das Spiel. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn.